1:0 für die Steelers. Da kam der Schuss von, ich kann die Nummer nicht erkennen. Es müsste Brown gewesen sein. Ja, die Nummer 4, das ist Rob Brown. Der Schuss kam einfach durch. Sehen wir nochmal hier. Kelly nicht mehr dran. Aber Justin Kelly hat Marcel Melchacik hier die Sicht genommen. Und nach knapp 2 Minuten führen unsere Gäste mit 1:0. Dieses schnelle Passspiel, was ja die Bietigheimer ausmacht, haben wir beim letzten Spiel gar nicht gesehen. Zecki. Ja, verliert Götz den Helm, muss jetzt zum Wechseln, darf nicht weiterspielen. McNeely. Schuss, knapp vorbei. Bozecki nimmt sie an der Bande. Wieder McNeely. Scheibe zum Tor, 2:0. Das dürfte Norman Hauser gewesen sein mit einem Tipp. Da war noch irgendjemand dran. Noch keine 4 Minuten gespielt und die Steelers führen 2:0. Jetzt heißt es aufwachen, Falken. Sehen wir es nochmal hier von der Blauen. Ne, es war, glaube ich, Sean Weller, der den Tipp gemacht hat. Hauner stand nur vor Melchacik. Kevin Lavallee, Haywood. Alderson an der Blauen, Schuss, knapp am Tor vorbei, Parker. Immer noch Parker, gut gearbeitet vom Heilbronner. 5 Sekunden noch, Parker, Alderson. Jawohl! Was für ein Hammer! Durch die Beine von Ilya Scharipov, Brennan Alderson, der Anschlusstreffer, 1:2. Eine Minute 56 vor Ende des Drittels und 1 Sekunde vor Ablauf der Strafe. Powerplay-Tor für die Falken. Brandon Alderson. Werner. Ah, da steht der Schiedsrichter im Weg. Brad Ross. Ja, gut, da holt er, da holt der Götz sich den Cabana. Das muss sein. Das muss sein. Zeichen setzen, so ist richtig. Ganz, ganz wichtig. Wenn die Schiedsrichter jetzt ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, geben sie beiden für die Klopperei nur 2+2+10. Je nachdem, was da ist, es ist Tim Bernhard, oder? Ja. Und noch eine Disziplinarstrafe für Cabana. Oh, guck mal, die Falken-Fans sind nett, die geben ihm noch ein Bier. So, ich tippe mal, Cabana geht duschen. Jetzt nicht im Bier, sondern der geht raus. Bandencheck mit Verletzungsfolgen könnte eine große Strafe geben. Das sieht nicht gut aus. Der Nacken wird gekühlt und das ist Tim Bernhard. Das sieht gar nicht gut aus. Haben wir hier nochmal die Wiederholung gesehen? Ich habe nicht drauf geguckt. Cabana geht duschen.
Ich habe nicht auf die Wiederholung geguckt. Können wir noch mal den Check haben? So, wenn ich das richtig verstanden habe, Freddy Cabana bekommt 2+2+10+10, was automatisch eine Spieldauer ist, +5+Spieldauer, die 2+2+irgendwas für die Klopperei, 5+Spieldauer für den Bandencheck, und Markus Götz bekommt 2+2+10 und damit 5 Minuten Powerplay für die Falken. 15 Sekunden noch doppelte Überzahl. Dann kommt Adam Bozecki wieder. Plihal beim Bulli. Kirsch. Kurz. Kirsch. Knapp vorbei. Abpraller bei Lavallee. 7 Sekunden noch doppelte Überzahl. Kirsch. Russ. Das ist, ja! Das ist es. Ausgleich. 2-2. Alles wieder offen und noch 1 Minute 16 Sekunden Überzahl. Brad Ross macht den Ausgleich. Liebe Bietigheimer, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir als Falken-Moderatoren mit dem Falkenherz und bei unseren Toren ein bisschen mehr freuen. Seht's uns nach, bitte. So, jetzt haben wir 23 Sekunden Powerplay für die Falken, dann ein bisschen 4 gegen 4 und dann 6 Sekunden Powerplay für die Steelers. Außer es muss wieder irgendjemand heraus, was Alter. Ich jetzt gar nicht für so abwegig halten würde. Alderson kommt durch. Heatley. Ihm ist die Scheibe ein bisschen versprungen. Kann passieren. Alderson. 8 Sekunden noch die Strafe. Alderson. Lavallee. Ja, Tor! Kevin Lavallee, 3-2 für die Falken, Powerplay-Tor. Müssen wir uns schon wieder entschuldigen, schon wieder so gebrüllt. Hier sehen wir die Wiederholung, Alderson. Dann Kevin Lavallee. Schöner One-Timer. Ins Eck. Keine Chance für Ilya Sharipov. Haywood. Bringt die Scheibe nochmal durch. Zu Plihal. Palka. Harter Zweikampf gegen Schofs, aber alles in Ordnung. Kirsch. Parker bleibt am Eis liegen. Parker hat sich am Bein wehgetan. Oh, auch das sieht nicht gut aus. Haben wir da eine Wiederholung? Hat er sich da verdreht oder was ist da passiert? Du sehen können. Ich möchte da jetzt keine Absicht unterstellen, das war eigentlich ein normaler Zweikampf. Es war ein harter, aber ein fair geführter Zweikampf. Knöchel zeigt er an. So, 13 Minuten noch zu gehen. Wieder Lavallee. Scheibe raus, landet bei Kirsch. 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 Tor! Passt den Kirsch in Unterzahl. 4-2 für die Falken. Wie der sich da durchsetzt.
Da sehen wir die Wiederholung. 48. Spielminute. Der kann da eigentlich, der darf da nie durchkommen. Im Fallen macht er das Ding da rein. Lavallée, jetzt abholen. Mapes blockt ab, Götz sichert nach hinten ab, verspringt die Scheibe. Das ist es. 4:3. Da konnte Max Brommersberger sich die Ecke aussuchen. Souverän gemacht vom Bietigheimer. Und es sind noch 6 Minuten. Und man muss sagen, das Tor haben die Steelers sich jetzt echt verdient. Und vor allen Dingen mit Ruhe rausgespielt. Ruhe, ihr Können rausgespielt. Ein einfaches Runterspielen wird gegen Bietigheim nicht möglich sein. Außer du setzt dich mit 5 Leuten auf die Torlinie oder in den Torraum, dann könnte das funktionieren. Hey, das ist ja auch nicht erlaubt. Steingroß, jetzt ist Scharipow weg, jetzt ist Hauner auf dem Eis. Missverständnis, wahrscheinlich wollten sie erst das Bulli gewinnen. Steingroß. Das Tor der Bietigheimer ist leer. Weller. Sean Weller, Markus Götz dahin, daher. Hartes Arbeiten an der Bande, Scheibe im Drittel gehalten. Weller. Sean Weller, Steingroß. McKnight arbeitet hart im Slot. 2 Mann jetzt auf den Füßen von Melchacek. Jetzt haben sie sich hinter das Tor zurückgezogen. Steingroß! Melchacek. 1:30 noch zu spielen. Das ist Bastian Steingroß. Matt McKnight. Tyler McNeely. In den Schlag gespielt. Ausgleich! Was war das denn für ein Tor? Das war doch ein Eigentor, oder? Wow. Ich weiß, die gibt es beim Eishockey nicht, die Eigentore, aber ich glaube, da hat Tyler McNeely einen Heilbronner angeschossen und von da aus rutscht die Scheibe über das Tor. Gucken wir es nochmal an. Nee, im Slot. Wer ist es? Hauner. Norman Hauner macht das 4:4. Da haben wir dein Powerplay-Tor. Ross wird gestört von Hauner. Gut gemacht vom Bietigheimer. Scheibe hoch rausgespielt. Mapes legt sie sich auf den Schläger. Das hat er gut gemacht. Kevin Lavallée bringt sie Richtung Tor. 5 Sekunden noch. Gibt nochmal Icing. Nein. So. Herr Dörfler, wir machen Überstunden. Ich bin einfach, ja. Verliert die Scheibe an Justin Kelly. Jetzt muss Kronthaler hin. Kronthaler gegen Kelly. Das hat Kelly gut gemacht. McKnight zurück zu Kelly. Immer noch gegen Kronthaler. Sommerfeld. Zurück zu Kelly. Nicht die Übersicht verlieren. Brown steht hier oben an der blauen rechts frei. Weiter Sommerfeld ist da. Sieg für die Steelers in der 77. Minute. Wow. Damit ist eins klar. Wir sehen uns erstmal wieder am Freitag in Bietigheim. Die Steelers haben den Matchbook. Luke zu Ende gespielt, hart erarbeitet. Wenn wir uns die Verlängerung betrachten, müssen wir ganz einfach sagen, ja, der Sieg ist für die Steelers verdient. Müssen wir anerkennen. Da hat sich dann halt auch die Klasse durchgesetzt. Ob wir uns diese Saison wiedersehen oder nicht, oder wieder hören, das entscheidet sich am Freitag in Bietigheim.